euch und das Schwedenland. Hallo ihr Lieben, wir fahren jetzt nach Schweden, weil ein Online-Reisebüro auf uns zugekommen ist. Casamundo heißen die. Die brauchen eine Familie, die sich shooten lässt in einem Schwedenhaus. Und da haben wir einfach mal spontan zugesagt. Ja. Mathildchen, freust du dich schon, nach Schweden zu fahren? Ja. Abfahrt, und solange sind wir hier noch ein bisschen am Hafen. Wir waren eben gerade noch in Kiel. In der Stadt sind da noch ein bisschen rumgelaufen. Und gucken mal, was die machen. So, ich gehe jetzt mal gucken, wo unsere Kabine ist. 9. Na, hier. 9, 6, 0, 7. Die sind schon reingegangen. Hallo, wie sieht denn das hier aus? Was macht ihr da oben? So, eine Person, noch eine Person. Marie schläft dann hier oben und hier unten ist ein Doppelbett. Ach, schön. Gibt es auch ein Schrankbett, Mama? Ein was? Ein Schrankbett. Nee, aber hier ist doch genug Platz für alle. Super. Mal gucken, wie das Badezimmer aussieht. Oh, sogar mit Fußbodenheizung. Nett. Dusche. Was ist der Whirlpool? Es gibt keinen Whirlpool. Aber Whirlpool halt. So, jetzt gehen wir gleich das Schiff erkunden, okay? Ja! So, wir sind jetzt hier auf dem Schiff. Es ist ganz schön windig. Und die Kinder toben schon auf dem Sonnendeck. So, Julian zeigt uns doch mal die Pose der Familie. Like the Ring hier. Was du erwartest, wie es so sein wird in Schweden? Wir haben sowas ja noch nie gemacht. Insofern ist es ein bisschen schwierig. Ich freue mich darauf, wieder nach Skandinavien zu kommen und die Zeit mit den Kindern zu verbringen und nicht zu Hause zu sein, weil wir dann einfach wahrscheinlich weniger Stress haben werden. Die letzten Tage, wo die Kinder waren. Wir haben die ganz schön angeschrien. Ja, waren nicht gute Eltern manchmal. Und ich glaube, das ist einfach echt besser wird, wenn wir nicht zu Hause sind und nicht tausend Dinge nebenbei machen, sondern wirklich auf die Kinder eingehen. So ein Tapetenwechsel tut ganz gut, ne? Darauf freue ich mich eigentlich am meisten. Und dass die da irgend so ein Fotoshooting nebenbei machen, ja, das... Ja, dann nehmen wir coole Fotos mit. Ja, das ist schon okay. Guten Morgen. Die Nacht war sehr, sehr ruhig. Julian ist heute Nacht aufgewacht. Wir haben hier eine Kabine gehabt mit Fenster. Das hat ihn sehr neugierig gemacht. Er ist heute um 3 Uhr nachts wach geworden und hat sich auf dieses runde Fenster gesetzt und hat sich einfach mal die Schiffe angeguckt und und den Sonnenaufgang. Willkommen in Schweden. Willkommen in Schweden, liebe Kinder. Wir haben jetzt heute Nacht eine wunderschöne Gesundheit-Nachtfahrt gehabt. Es lief ganz gut. Und jetzt haben wir noch eine 4-stündige Autofahrt vor uns. Und berichten nachher mal. Wir müssen uns hier gerade ein bisschen die Beine vertreten, machen gerade eine Pause. Und die Kinder haben angefangen, im Auto viel zu viel Stress und Ärger zu machen, dass wir uns entschlossen haben, einfach mal eine Viertelstunde hier rumzutoben. Hund, Hund, Gruß. Mama, beschreib doch mal, wie die Fahrt für dich ist. Rot. Die Fahrt ist so mittelmäßig. Ich muss Rot. Die Kinder zwischendurch ein bisschen bespaßen. Wir spielen, ich sehe was du nicht siehst. Wir spielen Strategie, wir spielen irgendwelche Telefonate. Hallo, Telefonate! Es ist laut. Ich bin eigentlich müde und würde mich ganz gerne an die Fensterscheibe lehnen und ein bisschen dösen. Aber die Kinder erlauben es mir nicht. Aber das ist auch gut so. Ich wollte das so.
sind gerade angekommen hier in unserem schwedischen Ferienhaus und jetzt guckt euch das mal an, wie idyllisch das ist. Das ist so krass. Guck mal. Da unten sind die Kids. In diesem kleinen roten Häuschen, da ist die Sauna. Hier und der eigentliche Besitzer. Der mäht da hinten Rasen. Und dann haben wir hier noch ganz viel Wälder und Feldwege und ganz viel nichts. Keine anderen Leute. Da hinten steht noch ein Nachbarhaus und das war's dann. Die anderen Menschen sind irgendwo da auf der anderen Seite des Sees. Ist euch gar nicht kalt? Die Kinder haben schon mal gleich ihre Badesachen angezogen. Marie friert, glaube ich, ein bisschen. Warte mal, hier ist der Steg, von dem wir irgendwann dann morgen vielleicht noch mal reinspringen werden. Guck dir mal an, was für ein süßes Häuschen. So, wir sind jetzt hier zu so einer Insel, die mitten im See ist. Einmal, oh, Stefan, vorsichtig. Das ist hier nicht tief genug. Ah! So, das war's dann. Anker. Anker legen. So, Kapitän, sind Sie bereit? Kamera. Los, raus. Kamera. Ja. Das rote Haus ist da unser Haus. Ja, das stimmt. Also, wir sind ganz schön weit gehört. Stefan, schmeißt den Anker. Oh, wie geil. So, ihr dürft alle raus. So, raus hier. Kommen alle raus. Und, wie klappt das, Julian? Also, macht er gut. Oh, Papa ist auf jeden Fall. Aber du machst das richtig gut. Was machst du denn dahin? Entspannst du dich? Kannst du mal deinem Sohn ein bisschen helfen? Ich bin mich nicht so sicher. Er ist sich nicht sicher. Doch, versuch mal mit beiden Händen festzuhalten. Komm schon. Mama Sarudan, Mama Sarudan, Mama Sarudan. Guck mal die beiden Jungs hier an. Guck sie dir mal an. Bäm. Mädels, fühlt ihr euch sicher, wenn Julian hier rudert? Ja. Ja. Besser als bei Papa, ne? So, wir sind jetzt ja verzweifelt auf der Suche nach Tofu-Würstchen. Aber irgendwie scheinen die Schweden noch nicht ganz so weit zu sein mit Alternativen zu Fleisch. In unsere Gemüsepfanne rein. Schmecken bestimmt richtig lecker. Nein, die sind giftig. Oma Christina hat gesagt, immer wenn hier drunter so eine Mundharmonika ist, dann darf man die nicht füllen. Sind das gute Pilze? Schwarz. Nee, dann sind die nicht gut. Und hier, du sollst dich tragen. Oh ja, das ist ein guter. Gib mal her. Ein guter essbarer Pilz ist... Welcher? So einer ist glatt und das war auch glatt, aber... Und was ist mit solchen hier, Marie? Guck mal, siehst du die da vorne, hier? Die sind alt. Die sehen wir uns mal an. So, und? Sind die gut? Gerissig, nicht gut. Okay. Ist der Druck aber groß, dass du triffst, ne? Ganz kurz, was wir machen. Ich, Mama und Mathilde, wir sind auf dem Stand-Up-Paddle und Julian wird auf der Leiter sein. Und Papa, der Wand ist. Papa will ins Wasserspringen. Popobobbe, riesen sowas im hohen Bogen. Und so ungefähr 20 Mal, bis es richtig sitzt. Und da freust du dich drauf, oder wie? Ja, ich auch so wie letztes Mal.
auf dem linken Bein hat. Hier mal gucken, was die Kinder an der Kau rumschmieren. Danach werden wir nochmal mit dem Ruderboot mit der ganzen Familie rausfahren. Da wird ein Familienruderbootfoto geschossen und danach nochmal eins von Katrin und mir, wie wir so honeymoon-mäßig quasi unser Urlaub in Schweden genießen. Mal gucken, wir nehmen euch einfach mal. Nicht zu mir gucken, ihr seid gerade am Wandern. Seht ihr den kleinen Mann da? Oh, jetzt bin ich beworfen. Jetzt wird die Mama hier das Monster. Wie fühlt sich das an? 500 PS, Allradantrieb, Vibrationssitz. Schön. Schön. Nett. Ne? Kann man sich dran gewöhnen. Brauche ich trotzdem nicht auf Weltreise. Weißt du, was auch nett ist? Stefan, hör auf. Mathilda, was willst du denn von Papa? Schön. Aber Papa tankt doch gerade. Nein. Doch, er tankt. Sonst kommen wir nicht weiter. Wir sind gerade auf dem Rückweg von Schweden nach Hamburg zurück. Wir müssen gleich auf die Fähre rauf und wenn wir dann aufwachen, ist die Fähre am nächsten Morgen schon in Kiel.